Tagchen, ihr Lieben. Hab vergessen, mein Fenster zuzumachen. Tut mir leid. So, es ist heute wieder Review Time. Heißt, die Artikel, die ich neu für mich bei DM entdeckt habe, mitgenommen habe, gefunden habe, werde ich heute euch wieder präsentieren, beziehungsweise auch wieder individuell von uns allen jetzt hier im Haushalt sagen, ob wir die nochmal nachkaufen würden oder eventuell eher nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in letzter Zeit zu kaum irgendwas im Social Media Bereich gekommen. Jetzt habe ich es. Ich hoffe, wir fliegen jetzt hier keine Samenkörner, wollte ich sagen. Es wird immer schlimmer. Sesamkörner. Wir haben gerade Sushi gegessen. Ja, ich merke gerade die ganze Zeit. Ihr kennt ja dieses verrückte Programm. Perfekt. Was ist perfekt, ne? Ich will gar nicht perfekt sein, aber dass mir Sesamkörner aus dem Mund rollen beim Sprechen, muss jetzt auch nicht sein. Passiert zwar manchmal immer mit einer feuchten Aussprache, wisst ihr auch. Aber ich habe ganz schön rumgeschlammt bei diesen Tütchen. Ich will sie einfach auch nicht im Hintergrund aufmachen und euch sagen, ja, die habe ich jetzt 2-3 Wochen getestet. Wahnsinn, ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe sie ins Bad gestellt und muss sagen, ich habe die da auch in der Ablage vergessen. Das war ja einmal Dresdner Essence Shampoo zum Anmischen. Dann hatten wir ebenfalls von Dresdner Essence aquatische Frische zum, achso, Duschbad, ebenfalls zum Anmischen. Und das gleiche als Handseife, belebender Hanf. Ja, jetzt habe ich mir hier tatsächlich 3 so eine Gläser hingestellt. Ich werde es dann später umfüllen, um während des Videos die ganze Sache mal einwirken zu lassen. Ich habe natürlich 3x 160 Milliliter, also pro Beutel soll man 160 Milliliter Wasser benutzen und erhält dann eine Gesamtmenge von 200 Milliliter. Ja, muss ich nachher in leere Flaschen umfüllen. Daran hapert es jetzt nicht. Also, ich habe die Zuckeranzeige. Ja, sind ein knapper halber Liter, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. 3 mal 300, 420. Was habe ich denn gerade gerechnet? 3 mal 100 sind 300. 60, 60, 60 sind 180. Ja, 480 insgesamt. Also fast 500 Milliliter. Ja, jetzt kriegt das mal rückwärts auch wieder so rein. Es kam ja alles ein bisschen sehr wenig vor, auch beim Gießen. So, jetzt probiere ich Pi mal Daumen. Nee, das hat nicht hingehauen. 160 Milliliter abzufüllen. Natürlich könnte man jetzt sagen, aber bist du zu blöde? Ja, bin ich. Tatsächlich. Jetzt haben wir hier noch 90. Ich schütte jetzt einfach überall noch so ein bisschen rein. Sind ja auch verschiedene Gläser. Ach doch, das haut hin. Jetzt habe ich hier nur so einen Schluck. Den werde ich da hin machen. Und ich lasse das Ganze einfach stehen, während ich die anderen Produkte dann einfach so bewerte. Benutzen Sie eine Schere. Ich werde bekloppt. Es geht einfach gar nichts. Ich wollte es ohne Schnitt machen. Ich schnippel. Oh, der Duft ist aber schön. Shampoo. Shampoo-Konzentrat. So wie es beschrieben wird, ihr macht eine, boah, aufpassen. Also bitte nur in der Spüle, wäre vielleicht ein bisschen vorteilhafter. Aber ist ja klar, wenn ich es jetzt, nicht, dass wieder welche hier einen Crashanfall kriegen, oh, steht dieses Blöde an. Es ist für die Kamera, ja? Bitte nicht verwechseln. Natürlich wäre es schlauer, es an der Spüle zu machen, ganz klar. Gebe ich euch 100% recht, aber falls jetzt hier wieder Leute bei sind, die mich bewerten, sitzt zu schief, sitzt ein Millimeter zu weit links, nervt mich, Bild, Mitte, Abschnitt, passt nicht. Ich hätte es in die Spüle gestellt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, nicht zu viel Dampf machen, weil man inhaliert das doch ganz schön ein. Da
das Shampoo. Ich stelle es jetzt so, damit ihr eine Vorstellung habt, hier rauf. Was zum Rühren wäre auch toll gewesen. Ich kann ja mal das ganze Ding auch vorspulen oder für euch dann vorspulen. Handseife kommt jetzt. Auch sehr, sehr schön. Also von den Gerüchen kann ich bis jetzt nichts Negatives sagen. Riecht echt toll. Und es ist ja auch nachhaltig, ne? Also ihr habt hier kein Plastik. Ich glaube, die Packung war auch... Ich brauche mich nicht als Öko-Tante hinstellen, das wisst ihr. Aber wenn man was machen kann für die Generation, die nachkommen, für uns selber, für alle, die hier auf dem Planeten wohnen, dann sollte jeder so ein bisschen machen. Sage ich ja auch immer. Es hilft ja schon, wenn jeder so ein bisschen einfach probiert. Man muss ja nicht ewig dabei bleiben, aber es ist doch schön, wenn man probiert und eventuell findet man für sich sogar hier die passende Methode raus. Das sind übrigens 40 Gramm Beutel, lese ich hier gerade. Und das riecht, also wirklich edle Düfte. Hat was ganz Fruchtiges, aber sehr Parfümlastiges. Ja, Verpackung sehr gut, recycelfähig. Mich verwundert gerade, hier ist tatsächlich was zum Einreißen. Bei den anderen war das nicht so. Und jetzt haben wir hier das Duschbad. Oh, oh, riecht nicht an der Tüte. Meine Atemwege. Boah. Bis zum Rachen. Einmal nach oben. Ey, jetzt dachte ich aber echt so. Boah, also kann ich mir jetzt gerade nur erklären. Das muss ganz schön hochkonzentriert sein. Und ich mache mich über diese Beutelchen noch fast lächerlich und denke mir so im Inneren, ja, wer weiß, wie du deine Haare sauber kriegst mit dem. Nee, nee, nee. Also ihr riecht wahrscheinlich... reicht schon. Oh, also die Düfte, ey, wirklich, ohne Quatsch, ohne Übertreiben. Fantastischer Duft, fantastischer. Es riecht teuer. Kann ich euch sagen, es riecht wirklich teuer. Nichts nach... Nicht, dass mir hier wieder wie bei so einer Oxidierung die Nase wegfällt oder auf den Haaren oder irgendwo. Oh, also davon bin ich echt mega. Der ist wirklich im Kopf geblieben. Wundert euch nicht, ich werde jetzt die Schere nehmen. Die kommen bei uns eh immer in den Geschirrspüler. Meistens. Weil wir ja auch Pizza damit schneiden. Für ganz Faule. Ja, und jetzt rühre ich das. Ihr in eurem Fall, wenn ihr die Beutelchen bei DM bekommt, ihr müsst sie natürlich gut durchschütteln. Mache ich nachher in der Flasche auch. Ich will jetzt einfach nur mal sehen, wie entfaltet sich, während ich quatsche, der Duft. Wie groß ist die Menge? Ändert sich an der Konsistenz noch was? Wird das ein bisschen dicker? Aber im Grunde genommen bin ich davon jetzt momentan wirklich sehr, sehr überrascht. Shampoo riecht so ein bisschen süßlicher. Ja, karibische Früchte, war ja Früchte. Früchte. Hanf gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also riecht schön, natürlich, frisch. So ein bisschen nach Apfel, so eine säuerliche Naturnote. Klingt ja auch. Das ist hier mein Favorit, aquatische Frische. Wenn Sie das als Duschgel haben, zieht ein. Aber wir warten jetzt erstmal. Duschbad ist ja nicht ein Bad, was man einnimmt, ne? Duschbad ist Duschen. Doch, das wird fester. Ach krass, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, das ist jetzt für eine Anwendung. Da hätte ich jetzt aber auch gedacht, so, Also das wäre ja krass, wenn da 1 Euro den Abfluss runtergespült werden. Und der Aufwand, wann, dann hätte man ja in Vorarbeit gehen müssen. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich zeige euch das auf jeden Fall. Kommen wir mal. Das hatte ich, wisst ihr was, ich habe euch vergessen, diesen Weleda-Wischmopp reinzuhalten. Im Vlog hat man den noch gesehen, wo ich da durch DM gestiefelt bin. Der war ja um 10er runterreduziert. Den habe ich doch mitgenommen, habe ihn aber nicht mehr ins Video reingehalten. Ich komme gut damit klar. Ihr könnt hier, also hier war irgendwo so eine kleine Kappe, da konnte man, nee, hier, so eine kleine Kappe am Stiel befestigt. Da habt ihr so, ja, was wird denn das sein?
2 cl ungefähr, damit man weiß, wie viel Reinigungskonzentrat hier reinkommt. Angemischt mit Wasser dann natürlich, eurer Wahl, oder ihr lasst es komplett nur mit Wasser. Und dann habt ihr oben so ein Sprühding, den man jetzt hier nicht sieht. Und hier unten kommt das dann raus. Also es ist nichts Neues, es gibt es schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Problem ist immer, wie lange halten diese Bodentücher unten. Das Gute, was ich zuerst gar nicht verstanden habe oder gewusst habe, wenn man gewischt hat, Dreck oder so, ja, oder Fliesen, was weiß ich, irgendwelche Böden, kann man das Ding wirklich genau wie der Pfeil hier zeigt, einmal um 180 Grad drehen. Und sind es 180 Grad dann? Lol, peinlich. 180, 360, doch. Man kann es dann einmal um 180 Grad drehen. Und dann habt ihr eine saubere Seite. Die dreckige ist ja dann sozusagen oben. Man hat hier richtig schöne, grobe Stoffflächen und auch sehr weiche. Also das heißt, im Bad, gerade wo der Trockner steht, habe ich ja immer so Probleme, dass die Flusen an den Fliesen hängen bleiben. Das wird ja dann immer irgendwie angezogen, ne? Und dann sammelt sich auch leider immer sehr, sehr viel. Es sieht sauber aus, aber wenn man dann mal feucht langwischt, denkt man sich so, oh, da ist aber doch eine ganz schöne Fusselbahn auf einmal. Und damit kommt man auch super in die Ecken, wollte ich sagen. Ja, Spülung wurde jetzt nicht innerhalb von den 2-3 Wochen entleert. Aber ich habe nicht gewusst, dass es schon aufgebraucht wurde. Und zwar wurde es sozusagen nachgekauft. Es ist also jetzt nichts Neues, was meine Töchter benutzen. Gerade Giselle ist damit sehr zufrieden. Ich muss sagen, ihre Haare sehen auch super schön aus, glänzen, fliegen nicht rum, sehen sehr schwer aus. Aber sie hat sowieso ein sehr dickes, glattes Haar. Ja. Und sie hat sich deswegen auch das wieder mitgenommen. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Neuentdeckung gewesen. Aber hier kann ich von ihr stellvertretend sagen, sie kommt damit super gut klar. Das Einzige, was mich hier absolut nerven würde, ist der Bananengeruch. Also überbackene Bananen in verschiedenen Variationen oder Kochbananen kann ja ganz toll sein, aber als Gummibär schon. Ich bin nicht so der Bananenesser und in gebackene Bananen mit Honig könnte ich mich aber wieder reinlegen. Nur diese Kunst, dieses Künstliche, da haut es mich immer. Obwohl, so schlimm ist es gar nicht. Riecht wie leckere Bananenmilch. Ja, Bananenmilch ist auch lecker. Okay, vergesst es. Ich muss sagen, absoluter Fehlkauf. Diese Limited Edition. Duschsalz, Peeling, Vista nehme ich oft nicht fürs Bad, sondern für die Füße. Wenn ich mein Fußbad hier wie so eine alte Oma mache, dann mir irgendeine Serie reinpfeife. Ich finde das angenehm. Meistens mache ich dann auch meine Zehennägel danach. Aber dafür war es okay. War trotzdem jetzt nicht der Duft, der mich irgendwie völlig geflasht hat und gesagt hat, so, oh, könnte ich eigentlich nochmal kaufen? Weil meistens, wenn man so ein Fußbad macht, riecht ja auch dieses ganze Zimmer danach, weil man ja wirklich mit nicht gerade kaltem Wasser arbeitet. Es sei denn, wir haben es 30 Grad draußen, dann mache ich auch kalte Fußbäder. Aber hier wird das ja wirklich richtig schön wie in einer Wanne bei euch vermengt meistens. Der Duft... Es ist gar nicht meins. Wahrscheinlich wisst ihr schon, es ist mir einfach zu süß. Genau wie das Deo. Ey, also da habe ich mir auch gedacht, ich habe es mir wirklich ein bisschen sonnencremelastiger vorgestellt. Aber hier, also es ist jetzt nicht so übertrieben, wie ich das jetzt gerade darstelle. Ihr wisst, manchmal habe ich einen Hang zum Übertreiben. Deswegen bremse ich mich gerade wieder ab. Ich kriege gerade gar nichts mehr. Nee, es riecht wie... Also ja, wie eine Sonnencreme, so habe ich es ja auch beschrieben, als ich das erste Mal dran gerochen habe im Video. Aber es riecht so billig. Billig Sonnencreme kann man ja auch nicht sagen. Auch billig Sonnencremes sind super gut. Aber ihr habt da so ein... Ich kann das nicht beschreiben. Das geht doch mehr so in so eine Zuckernote. So ein bisschen gemischt Sonnencreme mit Wachspaste. Also Sugar Waxing so ungefähr. Eine komische Kombi, aber anders sehr karamellisiert, süß, ist überhaupt nicht meins. Und natürlich, für die, die das wirklich total mögen, es gibt immer Leute, die sehr süße Sachen mögen oder sehr herbe, sehr frische, so wie ich. Oder süßliche Noten, die sehr blumig edel dann sind, die dann so eine Unternote haben. Aber das ist nicht meins. Würde ich definitiv nicht mehr nachkaufen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Wet Skin Body Lotion
benutze ich ja nach dem Duschen, weil es dann wirklich schön nass mache ich ja immer. Direkt so auf der Haut dann so ein bisschen abgetupft werden kann. Man hat nicht viel Überschuss von der Bodycream, wenn man es manchmal auch nicht so einschätzen kann. Meine Haut ist auch nicht immer so durstig, dass sich das total schnell wegzieht. Ich übertreibe damit auch nicht, aber der Duft gefällt mir auch als Bodylotion überhaupt nicht. Also es ist schon fast, dass ich damit rumase, dass es alle wird. Leider. Aber es ist nur meine Meinung, ne? Was war das denn hier? Ach, die Edelstahlschere, die ist gut. Wirklich, die ist sehr, sehr gut. Gerade, ich finde das gerade für Kinderfüße. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber man muss da ein bisschen aufpassen mit dem Knipser. Woher sollen sie es wissen? Ich kann es natürlich oft zeigen, was heißt Kinderfüße, in Anführungsstrichen. Jüngere Menschen, die noch nicht so den Umgang mit dem Nagelknipser kennen. Wobei, mir fällt jetzt auch ein, dass... Da gibt es keine Altersstufen, aber wenn man es nicht anatomisch weiß oder lernt oder auch da ein bisschen auf die Form vom Zehennagel achten muss oder wie eng lauft ihr im Schuhwerk, finde ich diese Schere sehr, sehr hilfreich für Leute, die sowieso Probleme damit haben. Und ich passe bei meinem Sohn da immer megamäßig auf, weil die Zehennägel oder generell die Nägel, umso jünger die Menschen sind, desto weicher ist das ja auch noch alles, ne? Und könnte sich verformen oder durch die Sportschuhe, die kriegen manchmal noch nicht so mit, wie ist die Passform, ist es wirklich gerade optimal? Nee, ich kenne es auch von mir, ihr bestimmt auch, wie oft haben wir uns in irgendwelche Schuhe reingequetscht, weil wir die toll fanden, schön fanden, unbedingt haben wollten oder auch nicht wegschmeißen wollten. Also ich kann nur von mir reden, dass ich teilweise manchmal Schuhwerk hatte, wo meine Mutti dann irgendwann gesagt hat, du hast doch nicht mehr alle. Die sind da viel zu eng. Guck mal, wo dein Fuß ist. Und ja, darf man auf gar keinen Fall. Und da muss man auch ein bisschen hinterher sein und gucken. Und durch so eine Sachen kann dann auch sowas passieren. Ne? Und damit sich das nicht entzündet, damit hatten wir ein bisschen oft zu tun beim Kleinsten, dass wir dann so Tamponagen runtergelegt haben, damit wirklich wieder frei gerade rauswachsen kann. Weil das ist ja eine Hölle sonst für jemanden, wenn sich das entzündet. Muss nicht dazu kommen, dass da irgendwas eitert oder einwächst. Deswegen finde ich die Schere für so einen Gebrauch ganz toll. Auch im Umgang für Jüngere. Ja, weil da kann man nicht so viel falsch machen. Mit einem Knipser, mit einer Schere hat man noch so eine Führung. Mit einem Knipser, kennen wir wahrscheinlich schon alle, wenn wir uns mal fehlgeschnipst haben. Was machen wir denn? Wir drücken und merken dann erst so, oh Scheiße, war zu tief oder... Hyponychium halb angesägt oder geknipst, das muss ja alles nicht sein. Ja, dann kommen wir zur Palette. Habe ich übrigens, ich weiß gar nicht, ob man sieht, sehr dezent heute drauf. Ich habe nur absolut dezent. Ich habe Blissed Out benutzt und ein bisschen für die Ecken hier dieses Over It, dieses Grüne, also den und den, zwei matte Farben. Mag die Palette total, habe ich ja auch schon abgedreht. Ich weiß nicht. Schlampi Miranda, hast du es schon nach oben geladen? Ich glaube nicht. Wird dann wahrscheinlich mit der Palette danach kommen. Aber sie gefällt mir super gut und kann ich als Review-Produkt, bevor das Style & Talk noch kommt, schon mal sagen. Ist zwar ein grünes Augen-Make-up geworden, was nicht jedem gefallen wird. War jetzt auch nicht unbedingt so meine Lieblingskombi, aber man kann was Schönes draus machen, definitiv. Zu guter Letzt, bevor ich jetzt gleich... Oh, ich zeige euch mal den Zwischenstand. Guckt mal. Jetzt sieht man das schon so ein bisschen. Drei Cocktails. Oh, ich Idiot. Ich habe die einfach von den... Wartet mal. Nee, das stand in der Mitte. Okay. Oh, man kriegt es per Geruch wieder raus. Das war dieses Aqua... Wie ist das denn? Das ist das, wo ich gesagt... Nee, wartet mal. Andersrum. Das ist das Aquatische und das ist das karibische Früchte. Oh mein Gott, jetzt habe ich einfach die Dinger genommen und gedreht. Wirklich am Duft oder beziehungsweise kann so unterscheiden. Ist toll, finde ich richtig gut. Ja, Essence, der Brow Pomade and Brush Stift. Giselle hat mir gegeben, also ich brauchte ja keinen, ich habe mir auch keinen mitgenommen. Giselle kommt damit nicht klar. Ihr ist die Pomade, und ich weiß, was ihr meint, sehr
die geht schlecht aufzutragen bei unseren. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir wirklich selber Augenbrauen haben. Vielleicht ist es bei jemandem, der sehr viel wegzupft oder sich die von Natur aus noch nachmalen muss, weil keine Haarwachs nochmal, weil keine Haarwurzeln sich neu bilden. Vielleicht kommt jemand auf glatter Haut damit besser klar. Ich bin. Nee, also ist jetzt auch nicht so mein Favorit, muss ich sagen. Er hält, long-lasting auf jeden Fall. Smudge-proof, also schmierfest auch, definitiv. Nur Handhabung ist wirklich ein bisschen blöd. Also der Pinsel, der wird natürlich auch ein bisschen hart. Den müsste man dann eventuell immer bei jeder Anwendung reinigen. Macht man ja sonst auch mit den Pinseln, ne? Ich finde auch, man sieht nicht sofort, wie viel hat man hier drauf, wie viel Produkt. Es ist einfach so eine harte, krümelige Masse, wo man dann doch öfter mal so einen Krümel dann irgendwo zu sitzen hat und den aus Versehen mit wegschmiert. Also ich denke, das ist eher so ein Handling-Problem an sich. Von der Haltbarkeit und der Farbton ist eigentlich ganz cool. Also ich kann es euch auch hier nochmal. Das war so dieser Farbton, eigentlich optimal für unsere Augenbrauen, wenn ihr dunkle Typen seid. Haltbarkeit auch, aber es ist nett gemacht für unterwegs, ne? Da denke ich schon, ja, passt in eine Handtasche für jemanden, der sich gerne unterwegs schick macht oder sehr oft unterwegs ist. Hat man hier zwei in einem, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Reinigt man da mit einem Reinigungstuch oder mit einem Make-up-Tuch. An sich ist es aber sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Und die anderen Stifte von Catrice, diesen Slim-Stift, Eyebrow Slim, mit dem kommt sie besser klar. Muss man halt abwägen. Wenn man keine kleinen oder dünnen Härchen zusätzlich zeichnen möchte, dann wird man mit dem ganz gut klarkommen. Wenn man hier eine Feinheit erwartet, eher sehr, sehr dünne Pinsel benutzen. Also damit würde ich dann eher so auf Balkentechnik gehen. Das wird wahrscheinlich das Problem hier sein, dass man hier nicht definieren kann, wie man möchte. Es sei denn, man nimmt eine andere Pinselstärke. So, ihr Lieben, 24 Minuten. Geil. Komm mir vor wie im Labor, wenn ich so ein Video mache. Andere haben mit 24 Minuten 85 Produkte durch und sie labert. Also, meine Schere, sorry. Oh, es wurde ein Stück Seife jetzt verstecktet. Also, revidieren wir nochmal. Keine Sprühflasche. Mittlerweile raff ich es jetzt auch. Umso öfter ich hier rauf gucke, es sind Flaschen mit Deckel. Das ist jetzt ein Problem. Ach. Ja. Gut. Ihr neuer Fetischkanal. Herzlich willkommen. Wir haben Schleim. Was war denn das? Handseife? Ach, das Shampoo. Ey, Tatsache. Hier, guckt mal. Also. Es ist wirklich dick und wenn man es schüttelt, dann habt ihr wirklich eine Shampoo-Konsistenz. Ist ja krass. Hey, das hat gerade mal 1 € gekostet. Also wenn so ein Shampoo wirklich vertragbar ist oder wenn man das gut verträgt, warum soll ich mir da eine Plastikpulle holen? Also sieht jetzt also vom Duft her gut. Ich weiß jetzt von den Inhaltsstoffen. Kann ich es euch reinhalten? Ihr macht einfach auf Stopp, damit ihr seht, ob ihr irgendwelche Allergien habt. Dann die Handseife. Oha. Genau das gleiche. Ein bisschen flüssiger. Aber ich habe ja auch nicht geschüttelt, ne? Ich wollte jetzt wirklich nur sehen, was passiert denn jetzt hier, bevor ich sie wieder irgendwie vergesse. Ja, also ich denke mal, an der Konsistenz wird sich da auch noch einiges tun. Ist ein fruchtiger. Ist ein fruchtiges Dufterlebnis und wird die Hände auch sauber machen. Also da stelle ich jetzt irgendwie gar nichts in Frage, es sei denn, man kommt da mit irgendeinem anderen Stoff wieder in Kontakt, den man gar nicht verträgt. Und hier ist krass. Hier, wo ist das, was ich aquatisch sehr, sehr schön finde? Aquatische Frische. Ey, Hammer. Ja, etliche Sulfate, Sorbitol, Sodium, Kokosulfate. Ihr müsst vielleicht auch einfach mal selber gucken. Das war das Duschgel. Jetzt wird es ein bisschen. Denkt bitte nicht so, ja? Oh, doch. Also von der Konsistenz alle Sachen von Dresdner Essence zum Anrühren.
werden dicker, sehen irgendwann auch scheiße aus. Bis auf das. Man muss einfach aufpassen, ne? Lass es bloß nicht so bei Kleinkindern stehen. Um Gottes Willen, sieht aus wie Soja, Hafermilch. Hier irgendwelcher Smoothie aus Mango und Ananas, keine Ahnung. Aber es hat geklappt und definitiv werde ich die Sachen benutzen. Versprochen, ich werde sie nicht in den Gulli kippen oder so, bloß weil ich es jetzt abgedreht habe. Nee, mich interessiert das brennend, weil wenn es wirklich ein Shampoo gibt, was so auf Naturbasis dann so ein bisschen wieder und recycelt und umweltfreundlich, dann freut es mich. Mit der Handseife muss ich ehrlich sagen, würde ich es wahrscheinlich irgendwann ein bisschen kompliziert finden. Der Duft ist aber toll. Ja, warum nicht? Aber ihr kennt mich. Bei Handseifen und Optik gucke ich dann auch wieder so ein bisschen anders. Ist aber zum Ausprobieren super schön und aquatische Frische. Bombe. Also wirklich, frischer kann man so einen Duft überhaupt nicht beschreiben. Ich kann jetzt nicht sagen, geht mal dran riechen, sondern ihr müsst euch ein Beutelchen kaufen. Wer aber auf frische Brise und das wirklich sehr herb, fast schon eine Männernote würde ich beschreiben. Also Männer haben damit gar kein Problem, sich damit zu duschen. Ganz, ganz toll. Wirklich, ganz, ganz toll. Ja. Und man kriegt aus einem 40 Gramm Beutel 200 Milliliter raus, indem ihr mit 160 Milliliter dann anmischt, Wasser, aber steht ja alles drauf. So, bevor ihr jetzt wieder abnickt und sagt, ja, bin wieder da. Dankeschön fürs Zugucken. War mir eine Ehre, euch alle zu sehen. Virtuell natürlich. Ich weiß, dass ihr das ja jetzt geguckt habt oder fühle, dass ihr bis hier natürlich wieder gekommen seid, was mich immer freut. Wenn ihr wirklich durchhaltet und mein Gesabbel bis zum Schluss guckt, ich hatte jetzt wirklich eine sehr lange Pause, versucht das wieder regelmäßig irgendwie ein bisschen reinzukriegen, weil ich ja auch Spaß dran habe. Aber das ist so, ne? Wenn einem so ein bisschen der Flow fehlt und der Spaß und die Zeit und man will es nicht reinquetschen, dann bin ich niemand, der sich so zwingend vor die Kamera setzt. Natürlich sind viele Sachen passiert in letzter Zeit, ganz klar. Gott sei Dank. Wird bei euch auch so sein, mal negativ, mal positiv, mal muss man sich wieder finden, braucht Phasen. Anderes hat dann Priorität, nur ich hatte so richtig Lust, heute mal wieder was zu drehen. Wir haben es gleich 23 Uhr und ich glaube, wenn ich lustig bin, werde ich das Ganze, also Mittwoch haben wir heute, 23 Uhr. Das Ganze jetzt noch bearbeiten. Ja, weil jetzt muss ich mir selber so ein bisschen in den Po zwicken und sagen, nee, also hast jetzt schon alles andere liegen gelassen, nicht mehr bearbeitet. Da liegt genug noch rum, was ich abgedreht habe, so wie Vlogs und Einkäufe und so. Aber das, damit es aktuell kommt, damit irgendwas auch mal aktuell bleibt, werde ich das jetzt bearbeiten und ihr dürftet es dann schon gesehen haben. Genau. Macht's gut, bleibt gesund, würde mich freuen. Wenn ihr trotzdem beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann. Ich wollte gerade einen Kuss machen, geht aber nicht. Ich habe hier die Schlotze. Ciao, ciao. Mua, mua.